Ich begrüße Sie aus dem Trainingscenter VT-Simulation im BBB in Burghausen. Ausgehend von einer realen Destillationskolonne wurde aus einem thermodynamischen Stoffdatenmodell eine dynamische Simulation in Echtzeit erstellt. Die Prozessüberwachung erfolgt wie in den Produktionsbetrieben mittels PLS, PI, OSMA, Tablet-Bedienung, Chat-Steuerung mit Easy, COMOS und einem Online-Anlagenhandbuch zur Problemlösung. Trainingsinhalte werden durch proaktive Handlungen der Schüler umgesetzt. Agieren statt reagieren, im Fokus steht vorausschauendes Anlagenfahren. Die Prozessbedienung erfolgt in zwei Ebenen, Messwarte und Feldebene in 3D. Der Schwerpunkt bei den Trainingsinhalten wird auf das Schärfen der Handlungskompetenz gelegt. Weg vom rein analytischen Denken hin zum systemischen Denken. Eigenverantwortliches Handeln im Umgang mit Wechselwirkungen. Unterschiede wahrnehmen, was passiert, wenn? Wenn ich nichts unternehme, dann ändert sich nichts. Anlagenfahren mit allen Sinnen. Systemisches Denken ermöglicht proaktive statt reaktive Entscheidungen. Dieses Ausbildungskonzept wird sowohl in der Erstausbildung als auch in der beruflichen Weiterqualifizierung bei der Erwachsenenbildung eingesetzt. Wir vom Projekt Engineering realisierten 2019 gemeinsam mit den Fachstellen von Wacker und Siemens den VT-Simulator. Die Siemens-Projektleitung aus Burghausen wurde unterstützt von Experten aus Erlangen, Frankfurt und Bilbao. Erstmals wurde in Erlangen eine Destillationskolonne mit Simet modelliert. Zum Einsatz kamen hier statt der bekannten Hardware virtuelle Rechner bestehend aus zwei redundanten Host-Rechnern. Die Anlage wurde in COMOS nach Wacker Planungshandbuch ingeniert und daraus wurde automatisch eine PC7-Software generiert. Die Vor-Ort-Bedienung in 3D wird durch COMOS Walk Insight umgesetzt. Die Sprach- und QR-Code-Steuerung im Easy soll die vorbeugende Instandhaltung in den Betrieben abbilden. Die hohe Flexibilität der Anlage ermöglicht auch die Nutzung des Simulators in der Elektroausbildung und ist für die Zukunft hier im BBW gerüstet.